Ja, die News. Wir kommen auch dann gleich natürlich auch zu Corona. Aber erstmal so ein paar Kernaussagen. All die Träumer, die Traumtänzer, also Christian Felber von Gemeinwohlökonomie, tanzt wirklich sehr schön, aber er ist eben leider, wenn es dann um die Gemeinwohlökonomie geht, eben auch ein Traumtänzer sozusagen. All diese Traumtänzer wollen die Milliardärskönige bestehlen. Also immer geht es darum, also quasi die ganzen linksextremistischen und die rechtsextremistischen können wir alle auf den Müll werfen, diese ganzen Verfassungsfeinde von links und von rechts, die also am liebsten als Diebe und Raubmörder irgendwie die Milliardärskönige angreifen wollen, die von rechts vielleicht eher die jüdischen Milliardärskönige, die Linken, denen ist es egal, die wollen Hauptsache erschießen und so weiter, ja. Also das heißt, also das ist immer der völlig falsche Weg. Es gibt eine gesellschaftliche Veränderung nur zusammen mit den lieben Milliardärskönigen oder es gibt keine Veränderung. Und die verstehen einfach nicht, auch die ganzen Traumtänzereien, mit denen man Europa ruinieren würde, das verstehen die alle nicht, dass sie, ja. Auch dann müssten wir uns sich klar machen, ja, was ist, wenn wir sozusagen die Milliardärskönige bestehlen wollen, ja, und ihnen was wegnehmen wollen. Die können doch einfach das Land verlassen, ihr Know-how mitnehmen, ihre Firmen mitnehmen, alles mitnehmen und lassen dann die Unfähigen zurück hier. Und dann ist Europa der Kontinent der Unfähigen oder was? Zu was soll das führen? Oder wollen sie die Milliardärskönige, sollen die ins Gefängnis eingesperrt werden und dann in Zwangsarbeit, als ob die dann noch innovativ und kreativ wären und auch irgendwelche tollen Innovationen in Zwangsarbeit entwickeln würden. Also diese Linksradikalen und Rechtsradikalen, das ist alles Wahnsinn, ja, das ist alles völlig verrückt, ja. Ja, dann zum Beispiel bei den anderen Traumtänzer waren ja der Plan B von Nico Albrecht und Alexander Popp. Also auf jeden Fall von Popp und Albrecht, ja, der Plan B. Und die sprechen auch selbst davon, dass ja die Leute dann anstatt dieses Schwundgeld unter dem fließenden Geld, ist die nette Umschreibung dafür Schwundgeld, ja, anstatt das sozusagen verschwindendes Geld zu halten, könnten sie es natürlich in Gold und in Boden anlegen. Ja, also das will man dann wohl auch irgendwie verhindern oder so. Also ja, ist alles unnötig, ist alles völlig unnötig. Es geht alles ohne einen Milliardärskönig. Auch wir kriegen auch die Schere zwischen Arm und Reich, die Schere kriegen wir, die kann wieder zusammengehen, ganz ohne dass wir den Milliardärskönigen irgendwas wegnehmen. Das hab ich ja schon in unzähligen Videos schon erläutert. Ja, wir müssen, also genau genommen ist es so, ich mache es ganz kurz, weil ich es ja schon 100 Mal gesagt habe. Hier, dieser Händler, also wir sind jetzt bei der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, dieser Händler lebt in der Welt der Wahrheit und sagt, toll, dass ihr in den Kommunen so schön kommunistisch, sozialistisch lebt und ihr auch so eure Fähigsten so lieb habt und so weiter und dass alles so viel Körperkontakt ist und alle so glücklich sind. Und der sagt hier, dieser Händler, das ist vielleicht der zehntausendste Händler der Evolution, der ist irgendwie völlig geistig verwirrt und der sagt, ach, ist das eklig, dieses ganze Geschmuse, dieses ewige Stillen Mutter und Kind, Stillen Mutter und Kind und dann dieses ganze Geschmuse und dann, dass die Fähigsten, wenn sie gerade mal wieder einen Fruchtbaum gefunden haben, dann von den Frauen so richtig umgarnt werden und so weiter, der Gruppe, als Dankeschön für den herrlichen Fruchtbaum und so weiter.
das ist alles eklig, widerwärtig und so weiter. Die Leute werden dadurch eingeschüchtert, haben weniger Körperkontakt, kaufen ihm mehr Güter ab. Er wird Marktführer, bringt den zum Aussterben sozusagen, und dann wird die ganze Welt von seinen Nachkommen bevölkert, die alle überall die Botschaft rüberbringen, dass Körperkontakt doch schlecht sei, eklig und widerwärtig und irgendwie böse und so weiter und unkeusch und so weiter. Und dann fühlten sich die Vorläufer der Milliardärskönige, die Fähigsten in der Gruppe, fühlten sich nicht mehr geliebt und haben dann ihr eigenes Ding gemacht, wurden machtsüchtig, akkumulationssüchtig und so weiter, später geldsüchtig. Und jetzt müssen wir ihnen, der einzige Weg, der funktionieren kann, wir müssen den Milliardärskönigen den Verlust an Liebe wieder zurückgeben. Wir müssen sie einladen in liebevolle Kommunen. Wenn sie dort in Liebe sind und wenn sie dann von selbst aus wieder anfangen, wie es damals war, alles den Frauen und Kindern zu schenken. Damals waren es die Fruchtbäume, die geschenkt wurden, und das Essen und so weiter. Heute ist es alles, was sie haben. Wenn sie das dann nach und nach aus Liebe heraus den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune verschenken, dann geht die Schere zwischen Arm und Reich zusammen. Alles andere, das Enteignen, das Bestehlen, dieser Raubmord, das Erschießen und all diese Wahnsinnsvorstellungen, diese ganzen verfassungsfeindlichen, geisteskranken Vorstellungen, damit muss endlich Schluss sein. Ja, das ist krank, das ist verrückt und vor allem ist es verfassungsfeindlich und unmenschlich und so weiter. Ja, dabei geht es doch ganz einfach. Wir müssen einfach nur die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus beenden. Dann entstehen nach und nach wieder urkommunistische, ursozialistische Kommunen sozusagen. Und dann werden die Milliardärskönige eingeladen, da mitzuleben. Und nach spricht sich das rum bei den Milliardärskönigen, dass man total glücklich leben kann in diesen Kommunen. Und dann fangen sie an, wieder alles den Frauen und Kindern ihrer Kommunen zu schenken. Und dann ist die Schere zwischen Arm und Reich geschlossen. Also keine Notwendigkeit für irgendwelchen Diebstahl, Raubmord oder sonstige Sachen, den die Linksverrückten und die Rechtsverrückten wollen, diese ganzen Traumtänzer. Ne? Vor allem, als ob sich unsere Milliardärskönige sich das gefallen lassen würden. Ne? Die können sich eine ganze Armee von Bodyguards leisten, die einfach diese Linksverrückten und Rechtsverrückten einfach zusammenschießen. Schluss, Ende, aus. Ja? Ja. Als ob die das nicht wüssten, dass es lauter Linksradikale und Rechtsradikale Verfassungsfeinde gibt, die am liebsten Leute umbringen würden. Das weiß doch jeder. Und dann weiß er auch, wenn irgendwie auch nur das geringste Anzeichen von Gefahr ist, dann stellt man sich eine ganze Armee an Bodyguards ein und die schießen alles zusammen, was angreift. Ne? Und also es ist völlig illusorisch, irgendwas da erreichen zu wollen. Ja? Ja, also dieses auch beim Plan B, also Popp und Albrecht, da geht es also auch wieder darum, um das Beschimpfen der Reichen. Die werden beim Plan B, werden sie also in dem Hörbuch, werden sie beschimpft als Lügner und Betrüger und so weiter. Ja? Also wie kann man nur glauben, dass, wenn man unsere geliebten Milliardärskönige, die fähigsten unserer Urgruppen sozusagen, die fähigsten und kompetentesten, und ja, wenn man die als Lügner und Betrüger beschimpft, als könnte man da zu einer neuen Gesellschaftsordnung kommen, zu einem Plan B. Wie kann man solche Wahnvorstellungen haben, ja, also ja, und dann das Dilemma ist auch, die wollen natürlich auch das bedingungslose Grundeinkommen einführen, und die Frage ist halt, die sich wissenschaftlich darstellt, wir haben ja bei den zweiten Scientists for Future, im Rahmen des Weltrates der Weisen gibt es ja auch einen Professor, der plädiert für ein sehr großes bedingungsloses Grundeinkommen. Und da ist ja dann die interne Diskussion immer so, ja, aber was ist damit? Was ist mit dem Dilemma? Ja, kommt es da möglicherweise nicht doch zu einer
Wo haben wir es denn hier? Kommt es da nicht zu einer, na? Sekunde, ich muss irgendwas zugemacht haben. Ja, hier ist es doch. Da kommt es da nicht dazu, dass dann durch ein bedingungsloses Grundeinkommen sich die wenig Leistungsfähigen, die Hauptschulabbrecher und so weiter, dass die dann massenhaft Kinder bekommen, ja? Das ist dann ja, das würde ja die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaft nach links verschieben, also nach leistungsschwach verschieben und würde Europa in das neue Afrika verwandeln mit dem Lebensstandard von Afrika, ja. Und das sind so Fragen, die man sich ja stellen muss, ja. Also als Naturwissenschaftler ist es immer so, dass am Ende, wenn Europa völlig kaputt geht, wird einer der Hauptgründe sein, dass die Leistungsfähigen dafür bestraft wurden, überhaupt noch Kinder zu bekommen und die Leistungsschwachen dafür belohnt wurden, viele Kinder zu bekommen. Und das ist das garantierte Ende. Das führt zu einer Evolution. Angeblich haben wir in den letzten 40.000 Jahren schon 100 von 1500 durchschnittlichen Gehirnvolumen, schon sind wir geschrumpft auf 1350 durchschnittliches Gehirnvolumen. Und das heißt, damit lösen wir, mit solchem Verhalten kommt es natürlich automatisch zu einem weiteren Gehirnschwund Richtung Ein-Liter-Gehirn. Ja? Und wenn dann Europa, die europäischen Bürger durchschnittlich Ein-Liter-Gehirne haben, dann gnade uns Gott, dann werden wir alle wahrscheinlich von einem Euro am Tag leben müssen. Ne? Also das und Europa macht sozusagen ja die verrückteste Bevölkerungspolitik der ganzen Erde und damit ist Europa der sterbende Kontinent. Ne? Ja. Ja, wir haben es ja mit einem weltweiten Wettbewerb zu tun. Ja, hier die Chinesen, die schlafen ja nicht. Bei den Chinesen, bei denen werden wahrscheinlich relativ fähige Leute auch relativ viele Kinder bekommen. Also dann ziehen die uns davon. Oder wenn in Amerika zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sich in Amerika jemand, der keinen guten Beruf hat, ob der sich überhaupt Kinder leisten kann. Ja, also ich glaube es nicht. Ne? Also ich glaube, dass viele, die also niedrig qualifiziert sind, sich gar keine Kinder leisten können und dadurch ist Amerika ist dabei, seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eher zu erhöhen und Europa ist eher dabei, seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu zerstören. Ja? Und das wird ja eben bei dem Plan B auch nicht bedacht, dass es da eben überall durch den weltweiten Wettbewerb, also erstens habe ich ja vorhin schon gesagt, was machen wir, wenn die Milliardärskönige und die Fähigsten, die Fachkräfte alle auswandern aus Europa, dann ist Europa kaputt, ja, denn dann wird sich ganz schnell zeigen, dass die Dümmeren der Gesellschaft eben, dass die keinerlei konkurrenzfähige Wirtschaftsprodukte zustande kriegen, ne? Und die Kriegsgefahr wird dabei auch ignoriert, ja, dass eben, es wird einfach so getan, als wäre Saddam Hussein nicht von den Amerikanern umgebracht worden und nicht der halbe Irak von den Amerikanern zusammengeschossen worden und als wäre Gaddafi nicht getötet worden und jederzeit gibt es, wann auch immer nötig, wird es immer auch einen Vorwand geben, um dann Europa zusammenzuschießen. Ja, und das ist die Frage. Diese ganzen Linksträumer und Rechtsträumer wollen also quasi Europa so schwach werden lassen, dass Europa dann irgendwann, dass unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkel irgendwann dann zusammengeschossen werden und dann ist Schluss mit Europa. Ne? Das war's dann. Ja.
Ja, auch so, auch der Plan B, zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung, ja. Also wenn man das vor der Zeit macht, natürlich sind Menschen von Natur aus, ja, natürlich sind Menschen von Natur aus, ich weiß jetzt nicht, was los ist, ach, das, da ist es hin, ja. Natürlich sind Menschen von Natur aus eigentlich nur für etwa 3 Stunden Arbeitszeit pro Tag angelegt, ja. Das ist richtig, das wissen wir natürlich auch, oder wir wissen naturwissenschaftliche Denker auch. Aber solange die anderen Länder sozusagen noch 8 Stunden am Tag arbeiten und solange wir noch Kapitalismus auf der Welt haben und damit Kriegslüsternheit ohne Ende und Angriffsbereitschaft ohne Ende, wäre es einfach leichtfertig, denn mit 3 Stunden am Tag können wir keine Raketenabwehrriegel erforschen, die reine Defensivraketenabwehrriegel erforschen, die in der Lage sind, wirklich so hoch Hightech-mäßig sind, dass sie jedes angreifende Objekt zum Stoppen bringen können, ja, das werden wir nicht hinkriegen mit 3 Stunden am Tag. Da werden irgendwann die Technologien, an denen die Leute 8 Stunden am Tag arbeiten, werden technisch raffinierter sein und werden unseren Raketenabwehrriegel durchdringen können, ja, und dann wissen wir nicht, was passiert, ne? Ja, also genau genommen der Plan B und diese ganzen Linksträumer, so wie Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie und die ganzen Rechtsspinner und so weiter. Und ja, alle wollen sie nur den Armen das Sagen geben und den Reichen einen Tritt geben. Ja, und jetzt. Ja, also den Herrschern, sie wollen quasi den Königen einen Tritt geben und den Armen das Sagen geben. Viel Spaß dabei. Das wird nie gelingen, ja? Also warum sollen unsere Milliardärskönige einem völligen Umbau des Gesellschaftssystems, dem Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft und aus dem Kapitalismus zustimmen, wenn sie nicht davon auch was haben, sondern wenn sie nur einen Tritt dabei kriegen sollen. Ne? Das ist, ja, also all dieses ganze Gebrabbel, Plan B und linksextrem und rechtsextrem, das sind alles Lamarckismen. Zur Zeit von Charles Darwin und als damals die Evolutionsbiologie anfing, ja, da gab es eben Lamarck mit seiner falschen Theorie und all die anderen mit ihren falschen Theorien. Das sind eben alles Lamarckismen, was heute herrscht. Der einzige Ansatz ist der Ansatz der zweiten Scientists for Future 2, eben zusammen mit den geliebten Milliardärskönigen gemeinsam den Ausstieg aus dem Kapitalismus zu schaffen. Ja, dazu müssen natürlich muss man immer wieder den Reichen klar machen, dass dieser Kapitalismus ihr Leben schon total zerstört hat und auch immer weiter zerstören wird. Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution, mit seiner sozusagen völligen Verkennung der Realität, seiner ja, Verherrlichung der freien sozialen Marktwirtschaft. Immerhin erkennt der den Wert von Zinsen, während die beim Plan B ja gar nicht kapieren, dass die Zinsen einen Wert haben, ja, dass es ein nützliches Instrument ist und dass es auch, warum soll jemand etwas verleihen, was er hart erarbeitet hat, wenn er dafür keine Zinsen kriegt? Also das sind so Träumereien, Silvio Gesell und all diese Träumereien, das sind alles diese realitätsfernen Träumer, ja, das muss einfach aufhören, dieser Blödsinn, ne? Ja, und übrigens, ich kriege ja immer sozusagen die ganzen Kommentare so geschickt von den Fernsehsendern, den Internetfernsehsendern, die also hier unsere
Videos immer anfordern und dann auch veröffentlichen. Die schicken uns die Kommentare, die sie alle löschen. Also man muss dazu sagen, wenn all diese Leute wie Dr. Markus Krall, Plan B und Christian Felber und all diese Träumer, wenn die alle wüssten, was für Leute ihre Ideologie unterstützen, dann würden sie selbst Angst vor den Leuten bekommen, die ihre Ideologie unterstützen. Das ist sozusagen das Gesindel der Menschheit, das da, also die kennen nur Beleidigung und vor allem überhaupt keine Argumente und nichts, ne? Also das heißt, die werden also auch alle diese Ideologen, diese weltfremden Ideologen werden von den Monstern des Internets sozusagen unterstützt, aber nicht von anständigen Bürgern. Ja, ja, also die Kriegsgefahr, ja, das, ja, dann der Plan B schlägt dann auch irgendwie noch oder beinhaltet auch noch das Nichtbezahlen der Schulden gegenüber dem Ausland. Das wird das Ausland nicht hinnehmen, sondern das wird Kriegsgefahren provozieren, denke ich mal, ja. Und auch die Enteignung der Banken, von Banken oder so nach, das sind alles so. Ja, also der ganze Plan B von Albrecht und Popp, der zerstört Europa und Deutschland. Punkt, fertig. Ja, und dann ging es über das Buch, Dr. Markus Krall auch mal gesprochen hat, über den Todestrieb in der Geschichte. Das sind natürlich solche Spinnereien, das Unmöglichste. Also Sigmund Freud hat lauter antinaturwissenschaftliche Sachen gesagt, aber das Konzept vom Todestrieb ist natürlich das Verrückteste, was er jemals gesagt hat und wie man sowas aufgreifen kann. Ja, und dann wird auch noch rumspekuliert, inkompetent über Homosexualität. Natürlich, wenn ein Lebewesen eine Tendenz hat, immer dann, wenn sich eine Möglichkeit zur Fortpflanzung bietet, bisexuell zu sein, also auch zum Beispiel dann Männer, die dann auch Frauen befruchten und dann ansonsten auch zusätzlich homosexuell zu sein, dann bedeutet das gar nicht, dass die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit eines solchen Organismus in irgendeiner Weise reduziert sein muss. Das Einzige, was natürlich in der Evolution schlechte Überlebenschancen hat, sind rein homosexuell orientierte Lebewesen, aber die meisten Lebewesen in der Natur sind ja dann höchstens bisexuell und dann ist das alles überhaupt kein Problem, ja. Und ja, also den Todestrieb kann es natürlich nicht geben, jedes Lebewesen, das tatsächlich einen Todestrieb hätte. Ja, also das ist so, dass der Tod ist natürlich notwendig in der Evolution, aber der wurde ins Gengut einprogrammiert, weil es schwierig wäre, Lebewesen zu konstruieren, die einerseits einen drängenden Überlebenstrieb haben sozusagen und gleichzeitig dann auch noch einen eingebauten Todestrieb haben sollten. Das funktioniert einfach in der Evolution nicht. Also sozusagen ist das Sterben genetisch verankert. Und so weiter. Ja, ein italienischer Journalist, also jetzt glaube ich, sind wir bei Corona angekommen. Mal einen kleinen Schluck Wasser, sorry. Ein italienischer Journalist berichtet wohl, glaube ich, im Gespräch mit KenFM, dass also auch Italien sich jetzt immer mehr Richtung der einsame, kaufsüchtige Single, also der betont also, dass diese Distanz zwischen Menschen jetzt immer noch größer wird und die auch bleiben wird und so weiter, ja. Ja, das ist ja am Ende das Endziel der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall eben den einsamen, kaufsüchtigen Single zu erzeugen, der vor den der null Sozialleben hat und nur noch Konsumsucht hat, ne, und so weiter, ja.
Fridays for Future, ja, wird immer mehr zu einer solchen linksbunten Traumtänzerei sozusagen. Jedes, die setzen sich, also den Kohlestopp 2026, den wollten sie nicht. Die wollten den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima in Deutschland nicht haben. Aber sie wollen, dass die Grenzen aufgehen. Was für ein Blödsinn, ja, also sozusagen. Also totale Zerstörung Europas, ja. Wenn Europa seine Grenzen aufmacht, ja, und wenn, falls es so wäre, also wir würden dann ja einem, Europa würde sich quasi in Todesgefahr begeben, ja, in Ende Gefahr sozusagen begeben, denn wenn die Mehrheit, wenn der durchschnittliche Intelligenzquotient und die durchschnittliche berufliche Qualifikation und die durchschnittliche berufliche potenzielle Intelligenz der Zuwanderer, wenn die Grenzen aufgemacht werden, ungefähr hier liegt, dann würde das Ende Europas bedeuten. Würde Europa total ruiniert werden. Wenn natürlich, das wäre die andere Seite, wenn Europa die Grenzen aufmacht und alle, die kommen, ein durchschnittliches berufliches Qualifikationsniveau in diesem Bereich haben, dann würde Europa sogar aufblühen, dann wäre das gut. Aber wer garantiert uns das? Dass Grenzen einfach so aufmachen, heißt doch Lotterie zu spielen, ja? Also wenn, dann müssen wir das doch wie England machen und müssen doch jeden, den wir durch die Grenze lassen, müssen wir auf seine berufliche Qualifikation prüfen. Und ansonsten müssen wir in den direkt benachbart zu den Krisengebieten müssen wir europäische, entweder UNO oder europäische oder deutsche Asylanlagen errichten, ja? Und da muss sich Deutschland mit hervortun, ja, aber doch nicht die Grenzen einfach so aufmachen. Ja, also wie gesagt, die Fridays for Future, alles, was vernünftig wäre, ja, und machbar wäre, wollen sie nicht, aber alles das, was Europa zuverlässig zerstören würde. Ja, natürlich kann man da über einen Todestrieb spekulieren, aber ich würde sagen, es ist einfach nur mangelnde Kompetenz, mangelnde Klugheit, die dann dazu führen würde, dass wenn wir Fridays for Future hören würden, dann hätten wir Europa ganz schnell kaputt gewirtschaftet. Ne? Ja. Wie mit einem großen Putzlumpen sammelt Fridays for Future alle Traumtänzereien von einer vermeintlich besseren Welt auf und sozusagen und damit sammeln sie mit dem großen Putzlumpen alles auf, was Europa zerstören würde. Statt Nächstenliebe ist Fridays for Future auch voll auf dem Trip der fernsten Liebe. Statt Menschenliebe, Tierliebe, Europa würde dann ganz viel investieren in die Fernstenliebe, in die Tierliebe, in alles Mögliche, aber nicht in ein überlebensfähiges, stabiles Europa sozusagen, ja. Liebe Fridays for Future, lieber Greta Thunberg, solch ein Europa-Zerstörungsplan kann kein Staat jemals akzeptieren. Also diese Weltfremdheit, das kann zu nichts führen. Ja? Kooperiert mit den zweiten Scientists for Future 2 und die sagen euch, was machbar ist und was nicht machbar ist. Kohlestopp 2026 ist immer noch machbar. Das ist sogar immer noch schaffbar. Ja? So, Dirk Müller, der Börsenguru, berichtet, ja, Dänemark wird jetzt ganz zur Diktatur und ganz totalitär sozusagen.
Ja, da soll es jetzt auch die gesetzlichen Grundlagen für Zwangsimpfungen geben. Also, das heißt, wir können sprechen von einem WHO, also World Health Organization, also Weltgesundheitsorganisation, also WHO, Pharma, Medi, Diktatur total. Also quasi die Welt, also quasi im Moment ist so die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie auf einem guten Weg, eine WHO-Pharma-Medi-Diktatur weltweit zu errichten. Mit dem Recht auf Körperverletzung, mit der Lizenz zu töten und mit der Lizenz zur Körperverletzung jederzeit. Ich brauch nur irgendein Arzt kommen und sagen, ja, ich glaube und ich denke und vermute, dass es jetzt sinnvoll wäre, diesem Menschen seinen Arm abzuschneiden. Und dann wird man ihm den Arm abschneiden. Ne? Also quasi eine WHO-Pharma-Medi-Diktatur total ist jetzt sozusagen so richtig auf Kurs. Ne? Spanien habe ich mal geguckt, also Deutschland hat jeden Tag durchschnittlich 2500 Tote, dann wird Spanien etwa täglich 2000 Tote haben, im Winter vielleicht 2200 Tote pro Tag. Und dann regt man sich auf über 1000 Tote in Spanien an einem Tag. Ja, dann ist es, das zeigt nur, dass von den 2200 Toten wahrscheinlich einfach alles, was geht, wird Corona als Alleinursache in die Schuhe geschoben, obwohl man wahrscheinlich die meisten Corona-Toten, da müsste man dann sagen, ja, ein Siebtel, also sieben Faktoren haben diesen Menschen getötet und in die Statistik dürfte dieser Tote nur zu einem Siebtel, also als eine Siebtelperson eingerechnet werden. Und stattdessen wird sie wahrscheinlich zu 100% eingerechnet. Ne? Und dann ist es klar, wenn ich alles umrechne, dann kann ich es auch so drehen, dass ich am Ende sage, ah, guckt mal, in Spanien sterben jeden Tag 2200 Menschen an Corona und nur an Corona. Ja? Wenn ich ohne Autopsie, ohne. Und auch bei der Autopsie ist es ja so, auch wenn da eine Leichenschau gerichtlich gemacht wurde, wurde es ja wieder von einem Schulmediziner gemacht. Und warum eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, der wird auch immer bestätigen, dass das Corona-Tote seien. Nein, also wir kommen aus der Zwickmühle nicht raus. Es gibt nur eine Beweisführung, der einzige Beweis, dass Corona wirklich ein schlagkräftiges Virus ist, die einzige Möglichkeit wäre sozusagen, dass jetzt irgendein afrikanischer Staat dass die Menschen rein aus Hungersnot weiterarbeiten, also bevor sie verhungern, einfach ganz normal weiterarbeiten, überhaupt nicht aufhören zu arbeiten. Oder dass Japan einfach ganz normal weiterarbeitet, oder dass sozusagen Schweden, ja, das ja auch fast ganz normal weiterarbeitet, dass also wir dann einfach, dass die Welt sieht, hoppla, wir wurden alle in die Irre geführt. Und ja, und dann könnte das Ganze auffliegen. Tschüssi.